Hi Leute, ich habe heute für euch im DM den Adventskalender von Alverde gekauft und werde ihn jetzt gemeinsam mit euch zusammen unboxen. Und da ist auch hinten schon so eine kleine Übersicht dabei, in welchem Türchen was drin ist. Nur da man ja trotzdem noch nicht weiß, wie die Produkte so sind, fragt ihr die einfach mal gar nicht. Und bevor ich lang drum herum quatsche, würde ich sagen, fangen wir schon mal an mit Türchen Nummer 1 und öffnen das. Und hier haben wir drin eine Handcreme Streichelzart mit Bio-Baumwollextrakt und Bio-Vanilleextrakt. Dann probieren wir die einfach mal aus. Also sie ist auf jeden Fall sehr ergiebig, also man braucht nicht viel davon. Fettet auch nicht so sehr wie andere Handcremes. Spendet Feuchtigkeit, würde ich mal sagen, und vom Geruch her. Also es hat eine ganz, ganz leichte Vanillenote, die riecht man, aber wie ansonsten der Geruch ist, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Also eine leichte Vanillenote ist da und ansonsten würde ich gleich mal vorab sagen, dass ich ja nicht so der Fan von den Alverde-Produkten bin, eben wegen des Geruchs. Es liegt nicht an der Naturkosmetik. Ich habe Naturkosmetik, allerdings aus der Apotheke und die riecht nicht so, ich sag mal, eigenartig oder andersartig wie die Alverde-Produkte. Und von daher bevorzuge ich eigentlich die Naturkosmetika aus der Apotheke. Aber machen wir weiter mit Türchen Nummer 2. Und hier haben wir drin ein Schaumbad mit Chai Latte Duft. Weiß ich nicht, wie ich es ausprobieren soll. Ich habe hier nämlich zurzeit keine Badewanne. Aber ich habe mir überlegt, wenn euch die Unboxing-Videos gefallen, dann lasst mir in den Kommentaren da, schreibt mir, welche Kalender ihr noch sehen möchtet. Und dann werde ich Ende Dezember, Anfang Januar ein Paket aus allen Kalendern, aus allen Produkten zusammenstellen und werde also mehrere Pakete dann unter euch verlosen. Und dann, ja, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt es mir in die Kommentare und dann weiß ich Bescheid. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 3. Hier sind drin zwei Ampullen mit Sensitiv Elixier. Ich habe schon gesehen, dass in dem Kalender mehrere Ampullen drin sind. Weiß jetzt nicht, ob es für einen Adventskalender nicht vielleicht zu viel ist von den Ampullen, ob man dann hätte nicht können was anderes reinpacken. Aber es ist halt auch Geschmackssache. In Türchen Nummer 4 haben wir eine Pflegedusche mit Bio-Minze und Bio-Bergamotte. Und? Also sie riecht auf jeden Fall zitronig. Riecht mehr nach Sommer statt nach Winter. Ich weiß nicht, ob es für einen Adventskalender würde ich vielleicht mehr was Winterliches reinpacken. Aber riecht auf jeden Fall nicht schlecht. Ich denke, dass das unter der Dusche mit Wasser verdünnt ganz okay sein könnte. Gehen wir weiter zu Türchen Nummer 5. Hier haben wir drin ein kleines Ausstichförmchen, ein kleiner Schneemann. Ein schiefer kleiner Schneemann. Aber macht ja nichts, man baut ja auch in der Natur keinen geraden Schneemann. Ne? Dann schauen wir in die Nummer 6. Da haben wir drin ein Zellaktivserum, Power Extension und blauer Hibiskus. Das ist eine kleine Pumpflasche. Und da sieht man auch schon, dass das direkt sehr, sehr feuchtigkeitsspendend ist. Das ist fast ein bisschen gelartig, wird es. Lässt sich aber sehr gut verteilen. Riecht, naja, nicht ganz gut, aber auch nicht ganz schlecht. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr intensiver Geruch. Muss man sparsam auftragen, sonst riecht man wohl den ganzen Tag danach. Schauen wir in die Nummer 7. Hier haben wir drin Fußbadekristalle Weihnachtsbund mit Bio-Zimt-Extrakt und Bio-Orangenextrakt. Fühlt sich gut, kann man ausprobieren. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 8. Hier haben wir drin wieder zwei Ampullen, eine Hydro-Essenz. Dann gehen wir auch gleich weiter zu Türchen Nummer 9. Das ist ein Lippenpflegestift 1-2 Chai. Der riecht gut. Also der riecht wirklich gut, der riecht schön nach Zimt und alles, was Zimt ist, ich liebe es. Alles, was Zimt ist, ist gut. Der hier riecht wirklich sehr gut. Das bestriechendste Alverde-Produkt, das ich jemals in der Hand hatte, wird vermutlich mein neuer Lieblingspflegestift werden. Schauen wir in die Nummer 10. Was hat sich da?
Dann noch ein Aussichtsschirmchen, ein kleiner Elch. Oder hier? Elch, Elch, Elch. Weihnachten ist Elch. Kann auch lange nachreden hier. Aber gut, dann haben wir schon mal ein Aussichtsschirmchen Schneemann und ein Elch. Schauen wir in die Nummer 11. Da haben wir drin eine Fußmaske, auch wieder Biozimt und Bio-Orangenextrakt. Upsi! Finde ich eigentlich ganz gut, dass hier Fußpflegeprodukte mit drin sind. Ist eigentlich seltener in Adventskalendern. Finde ich aber sehr gut von der Produktpalette hier schon mal. In Türchen Nummer 12 haben wir eine Pflegedusche Weihnachtsmarkt. Da frage ich mich, wie riecht ein Weihnachtsmarkt? Okay. Es hat eine leicht fruchtige Note, ganz, ganz minimal. Und der Rest, denke ich, ist nahezu undefinierbar. Also ganz leichte Fruchtnote. Ich weiß nicht, ob das jetzt Weihnachtsmarkt sein soll. Ich würde da eher denken an was Süßes, süße Waffeln oder einen schönen Glühwein. Auf den Weihnachtsmärkten riecht es ja meistens süß gebrannte Mandeln oder so. Aber das hier ist eine ganz, ganz leichte Fruchtnote nur. Aber muss man vielleicht auch unter der Dusche ausprobieren, wie es dann riecht. Ist jetzt nicht so ganz mein Fall. Dann schauen wir weiter in die Nummer 13. Und hier haben wir wieder drin zwei Ampullen, zweimal Balancekonzentrat. Und gut, da haben wir schon 6 Ampullen. Schauen wir in die Nummer 14. Hier haben wir drin eine Handcreme Weihnachtsbrunch, auch wieder Biozimt und Bio-Orangenextrakt. Tragen wir auf. Und dann merke ich, also sie lässt sich auch sehr gut verteilen, ist auch schon recht ergiebig wieder. Allerdings ist sie etwas fettiger als die erste Handcreme, die wir hatten. Vom Geruch her, naja, ist jetzt vielleicht nicht gerade Weihnachtspunsch. Ich sag mal, das ist wie bei dem blauen Hibiskus, nicht gerade schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ist halt Geschmackssache, würde ich mal so denken. Dann machen wir weiter mit der Nummer 15. Oh, hier haben wir was Großes. Das ist eine Nutricare 5 in 1 BB-Haarmaske mit Bio-Mandel und Bio-Argan für trockenes und sprödes Haar. Finde ich gut, kann man ausprobieren. Wird vielleicht ganz gut sein. Machen wir aber schon weiter mit der Nummer 16. Und hier haben wir drin ein Schaumbad Karamell. Werde ich dann wohl auch in die Verlosungspakete mit reinpacken, wenn es soweit kommt. Das hängt an euch. Dann haben wir die Nummer 17. Und da ist, geht nicht raus, ein Spiegel. Spiegel, ja, ein Spiegel haben wir hier. Kriegt man den da raus? Kriegt man den? Kriege ich nicht raus. Gehen wir weiter zur Nummer 18. Hier haben wir drin, und wer hätte es gedacht, wieder zwei Ampullen, zweimal Feuchtigkeitskur. Dann gehen wir schon weiter zur Nummer 19. Da haben wir drin eine Feuchtigkeitsmaske, beziehungsweise zwei, mit Bio-Wildrose und Bio-Shea-Butter. Klingt schon mal auf jeden Fall ganz gut. Werde ich auch ausprobieren. Dann haben wir die Nummer 20. Hier haben wir drin ein Gesichtsöl mit Bio-Wildrose in einer kleinen Pipettenfläche. Und ich liebe ja diese Pipettenfläche. Es riecht auch sehr gut. Ich mach's mal aus. Ich bin ja eigentlich nicht so dieser Rosenfreak, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn es so ein dezenter Rosengeruch ist, kann ich es ganz gut haben. Das riecht auch sehr gut. Also es ist nicht so aufdringlich, aber es riecht schön nach Rose. Konsistenz ist klar, das Öl pflegt bestimmt gut. Finde ich ein gutes Produkt auf jeden Fall. Gehen wir weiter zu Türchen Nummer 21. Hier haben wir drin noch eine Creme, eine Winter Glow Cream. Probiere ich die mal auf der anderen Hand aus. Die hat einen höheren Fettgehalt, die ist schon ein bisschen dicker als die anderen Cremes.
aber lässt sich auch gut verteilen. Also fettet jetzt auch nicht zu stark. Und Glow. Also ich finde jetzt nicht, dass sie irgendwie einen besonderen Glow macht. Okay, vom Geruch her, wer von euch kennt noch die Play-Doh-Gedenkmasse? Wie negativ darf man sich im Internet dazu äußern? Nein, also absolut nicht meins, das riecht, das geht gar nicht. Nee, nicht mein Produkt, riecht einfach nicht gut. Gehen wir lieber weiter zu Türchen Nummer 22. Super, und wer hätte gedacht, nochmal zwei Ampullen, diesmal zweimal Straffungskur. Wunderbar gegen Stressfalte, würde ich da mal sagen. Gehen wir zu Türchen Nummer 23 und dann haben wir auch schon gleich. Hier ist drin eine Pflegedusche Goldglitzer. Oh mein Gott. Also die riecht auch, ich weiß nicht nach was. Du kannst da echt spielen, rate den Geruch. Das ist, es hat einen leichten, also ich weiß nicht, ob so sein soll, aber für mich riecht es ganz, ganz leicht nach irgendeinem Tannenduft oder so, also minimal. Und ansonsten kann ich absolut nicht definieren, nach was das riechen soll. Gehen wir zu unserem letzten Türchen Nummer 24. Komm schon. Und hier haben wir drin eine Bodylotion Goldglitzer, passend zu unserer Pflegedusche von eben. Na, will nicht rauskommen. Oh, jetzt. Okay, also das ist auf jeden Fall auch sehr ergiebig wieder. Braucht man auch nicht viel von. Goldglitzer hat sie auf jeden Fall mit drin. Sie hat goldene Schimmerpartikel mit dabei. Das sieht man auch deutlich. Und vom Geruch her. Das riecht nahezu schon medizinisch, irgendwie auf einer sterilen Krankenhausstation oder so. Aber in einem wirklich auch so ein Hauch von Tanne oder sowas. Also, naja, aber ich habe ganz von Anfang an ja schon gesagt, die Alverde-Produkte sind vom Geruch her absolut nicht meins. Ich werde da jetzt auch gar nicht mehr sehr viel mehr zu sagen. Wir sind mit dem Kalender durch. Von der Produktpalette her finde ich sehr gut gemacht. Es ist alles dabei. Haare, Haut, Füße. Finde ich super gemacht eigentlich. Was ich auch süß finde an dem Kalender, dass in jedem Türchen noch so ein kleiner Spruch steht, finde ich eigentlich auch sehr nett gemacht. Für den Preis, denke ich, kann man ihn sich kaufen, weil im Normalfall sind die Produkte von Alverde ja auch nicht so günstig. Der Kalender hat jetzt gekostet, ich glaube, 19,99 €. Und das kann man dann schon mal für das Geld ausprobieren. Und ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, lasst mir in den Kommentaren da, welche Kalender ihr noch sehen wollt zum Unboxen. Mögt ihr die Videos? Was soll ich euch noch abfilmen? Lasst mich wissen, dass ich noch Pakete zusammenstellen kann, dass ich Videos machen kann. Ich werde eure ganzen Kommentare, eure Meinungen berücksichtigen und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video bald wiedersehen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao!